Wer diktiert eigentlich in Wirklichkeit? Also die große Frage, die sich alle stellen, ist es dann einer, der auf der Bühne steht und jedem die Hand schüttelt? Oder wer steckt hinten dran? Ich glaube, Karl Marx hat das sehr früh verstanden. Die ganz einfache Antwort darauf ist das Kapital. Und das ist immer die Antwort. Wer das Geld hat, diktiert das Geschehen.